Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier in meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Und in unserer 37. Lektion beschäftigen wir uns mit Functions. Ja, was ist eine Function? Functions ist eine Möglichkeit, im PHP Code auszulagern. Das heißt, wenn wir hier Zeilen im PHP niederschreiben, also ein Listing verfassen, dann kann man die nehmen, zusammenfassen in einer Function. In dem Fall hier reicht eine zum Beispiel von Zeile 2 bis 8. Hier haben wir das Schlüsselwort Function, dann eine Bezeichnung für diese Funktion. Und die kann man dann mehrmals aus dem Quelltext heraus aufrufen. Das kann insofern ganz praktisch sein, weil man die große Anzahl von Zeilen, wir sind so noch nicht ganz so viel, aber es können noch mehr ausmachen, dann nicht jedes Mal in der Stelle einfügen muss, sondern es reicht sich einfach aufzurufen. Das Beispiel hier wäre dann so zu verstehen, von der Zelle 9 aus rufe ich diese Function auf. Vorher kümmert sich PHP eigentlich nicht um diese Function, erst wenn sie aufgerufen wird, das wird dann hier durchgegangen. Hier werden zum Beispiel Werte zugewiesen, für $a der Wert 5, für $b der Wert 10. Dann wird das zusammengezählt, also 15, dann wird jede Variable zugewiesen und innerhalb dieser Function, in dem Fall jetzt hier, wird über Echo auf der Webseite etwas ausgegeben. Das heißt, hier ruft man das auf, dann wird in der Function dann bewirkt, dass es hier ausgegeben wird auf der Webseite und außerhalb der Function habe ich das dann kombiniert, diesen Aufruf der Function mit einem BR. Das danach würde dann ein Zeilenumbruch dann erfolgen mit Hilfe von BR auf der Webseite. Probier das einmal selber aus, probier mal selber eine Function, löse diese Aufgabenstellung hier, um etwas sicherer zu werden im Umgang mit diesen Functions. Wir werden in der nächsten Lektion noch mehr über Functions lernen und eine etwas kompliziertere, umfangreichere Functions zusammenbauen. Ja, danke für das Zuhören, für das Zuschauen. Danke.